Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge meiner FIFA 21 Karriere mit Villarreal. Willkommen zum absoluten Topspiel in der noch jungen Saison, 7. Spieltag. Wir empfangen die Königlichen, die haben bislang alle Ligaspiele gewonnen. Wir direkt dahinter, wir können also mit einem Sieg auch die anderen Teams ein bisschen auf Abstand halten. Bilbao unter anderem, unser nächster Gegner, Barca, Atletico. Aber das wird eh noch eine heiße und eine lange Saison. Die Truppe soll es also richten, wobei drei Leute nicht ganz so fit sind, aber ja, ich hoffe mal, dass dieses Spiel auch hält, was es verspricht. Spitzenspiel, Zweiter gegen Erster, auf geht's. Und so ein Spitzenspiel, das braucht natürlich auch ein Spitzenwetter. Traumhafte Bedingungen, der Rasen ist optimal geschnitten. Ich war vorher nochmal mit einer Nagelschere drauf. Sonne bestellt. Gute Schiedsrichter hoffentlich, die gute Entscheidungen treffen werden. Und hoffentlich eine Mannschaft, die Real, ja, heute in Schwarz und Lila mal die Grenzen aufzeigt. Aber das ist auch ein Spiel für uns, wo wir mal rausfinden können, wie weit wir schon sind, ob wir mit den Großen mithalten können, ob wir zurecht da oben stehen. Also wir stehen zurecht da oben, klar. Aber ob es jetzt auch für einen ganz Großen reicht. Ne? Real, Barca noch in dem Monat. Wir haben dann, glaube ich, Ende des Monats 3 Spiele innerhalb von 7 Tagen gegen die beiden Sevilla-Clubs, gegen Barca. Zwischendurch nochmal Euroleague gegen St. Gallen. Also es wird schon ziemlich haarig. Haha, Kamera wieder umstellen, das Typische hier. So, Standard und dann gehen wir auf unser 4-2-2-2. Ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung, ein super schnelles Spiel mit vielen Chancen, viele Tore hoffentlich und mit einem Sieger in Knallgelb. Hoffentlich. So, Real ja bekanntermaßen mit dem 4-3-3, mit einem defensiven Sechser, zwei etwas davor spielenden, ja was ist das ey, Achter? Sechser, Achter würde ich jetzt einfach sagen, dann mit zwei Flügelleuten. Ist, glaube ich, Hazard und Thiago Aspas und vorne natürlich Benzema, der zurzeit in der Form seines Lebens ist. Hat den El Clasico zusammen mit Real gewonnen. Gestern stand der Aufnahme 2-1. War ein schönes Spiel. Sehr haarig dann nochmal zum Ende hin, aber ich glaube, Real hat da schon einigermaßen verdient gewonnen. So, und jetzt schauen wir mal, wie sie es hier gegen uns machen. Viel Ballsicherheit natürlich, ne? Groß. Da müssen wir heute viel laufen. Gibt schon mal den ersten Zweikampf. Oder war es abseits? Nee, da war es, glaube ich, von Hazard abseits, oder? Wenn er mal hier schaut. Ja, doch, war abseits. Egal, was er da auch gesehen hat. Und dann bleibt bislang vorne Benzema und die Flügelleute arbeiten trotzdem mit nach hinten. Und sind dann halt ganz schnell vorne. Da müssen wir vorsichtig sein. Aber wie gesagt, ich wünsche mir ein Schnellspiel, viele Tore. Ich hoffe mehr für uns. Und auf der anderen Seite haben wir jetzt erstmal Überzahl. Toko Ekambi nimmt Estupinian mit. Na, Kukle und Moreno vielleicht mal mit der Chance auf Chukwueze durchzustecken. Und das ist die erste Chance und das ist das Tor. Was für ein starker Beginn. 1-0, 10. Minute. Da trinke ich mal eine Tasse Tee hier. In der spanischen Nachmittagssonne. Schön gespielt. Erster zielgerichteter Angriff. Zack, an Ramos vorbei. Und dann Chukwueze, der hat auch das Gefühl in seinem schwachen rechten Fuß, das sehe ich ja jetzt erst, der schwächere rechte, oh Gott, habt ihr das in der Wiederholung gerade gesehen? Schauen wir uns gleich nochmal an. Gefühlt hätte der eigentlich ins Krankenhaus gemusst. Mua, die schmeckt gut, die Tasse Tee, ne? Ah, sehr schön. 1-0, Samuel Chukwueze, aber das gucken wir uns gerade nochmal an. Ich glaube, der hat seinen Fuß da ein bisschen verknickt. Sah so komisch aus. Also, wir gucken uns das Ganze nochmal an. Schön gemacht, schöner Ball. Dann schien der hier erst verloren gegen Ramos, dann setzt er sich durch und dann zoomen wir mal ran auf den rechten Fuß und ihr seht es vielleicht schon, na, oh, guck mal auf das Knie oben, mein Gott, hat der ein biegsames Knie. Also wenn ich jemals den Ball so lupfen würde, ey, mein Hausarzt würde mir was erzählen, aber durch diesen Drall, durch diesen Spin, zack, geht er dann ins Tor rein. Nacho Fernandes, der kann nur hinterher gucken und dann führen wir 1-0. Ha, Gol de Villarreal, so, und das ist doch schon mal ein super Start nach Maß. Madrid ist jetzt gezwungen, auf jeden Fall was fürs Offensivspiel zu machen. Die haben sich bislang sehr zurückgezogen, hatten nur Benzema vorne. Ansonsten war die Defensive erstmal hinten gefragt und gefordert. Und das kommt uns natürlich entgegen. Und wir machen direkt in diesem Flow weiter. Wir haben ja das letzte Spiel in Moskau gewonnen, Gott sei Dank. Die beiden letzten Ligaspiele jeweils 5-1 gewonnen. Also wir sind in einer sehr guten Form in der Frühphase der Saison hier. Und ich bin halt gespannt, ob wir das auch gegen Barca so zeigen können. Bislang gegen Real führen wir. Ob wir das hier auch 90 Minuten durchhalten. Nochmal Estupinian. Gute Flanke. Aber wie gesagt, es fehlt halt noch so ein kopfballstarker Stoßstürmer, wie zum Beispiel ein Giroud. Da werde ich mich auch mal umschauen offscreen, wie viel Geld der kostet, ob man den holen kann, wen ich verkaufen müsste. Oder ob es irgendeinen anderen Stürmer gibt, der diese Attribute ausfüllt. Gibt ja nicht nur Giroud als
kopfballstarken Stürmer. Gibt sicherlich auch noch ein paar andere. So. Und der nächste Angriff rollt. Das gelbe U-Boot hier hat sich jetzt ein bisschen... Ist hochgekommen aus dem Meer, ne? War versunken, aber es kommt jetzt Stück für Stück wieder hoch. Und jetzt ist es halt auch mal an der Zeit, gegen so einen Großen in der Liga hier zu gewinnen. Und bislang machen wir das richtig gut mit unserem 4-2-2-2. Das fruchtet. Ist alles sehr, sehr schön. Und Madrid nach wie vor sehr defensiv. Das wundert mich echt. Vorne Benzema, jetzt kommt Kroos mal so ein bisschen mit nach vorne. Aber soll uns ja recht sein. Parejo, da läuft Casemiro mit. Moreno reißt Lücken für Chukwueze zum Beispiel. Und da müssen wir dann reinspielen. Parejo, Bellingham, komm unten. Läuft Peña mit. Schön gespielt. Und jetzt nochmal auf Bellingham. Und ich muss einfach auch schießen. Parejo, ja. Da war mal die Lücke da. Da kann ich auch schießen. Aber im Normalfall stehen da einfach 3-4 Mann vorne. Das war okay. Da war ja Platz, da war die Lücke. Da konnte kein Bein dazwischen kommen. So, Eckball, Parejo, komm, ein Eckballtor fehlt uns auch noch. Machen wir mal hier den Keeper zustellen, dann laufen sie auf den ersten Pfosten, hoffe ich. Ja, gute Ecke, Ndika. Courtois ist vorher da und Estupiñan schnell genug. Wetzt da auf der linken Seite, bringt da noch eine gute Flanke. Ja, holt den nächsten Eckball raus. Also, bislang nach einer knapp halben Stunde sind wir, glaube ich, die bessere Mannschaft. Wir führen verdient mit 1-0. Und wir haben auch Madrid bislang defensiv gut im Griff. Benzema vorne alleine kann auch nicht immer alles ausrichten. Braucht schon Unterstützung von seinen Mannschaftskollegen. Chukwueze und Moreno wird da einmal geblockt und deswegen geht es wieder hinten rum. Und über die Außen, da liegen echt unsere Stärken. Estupiñan und jetzt zurücklegen, da muss sich einer lösen. Chukwueze! Und diesmal ist Nacho Fernandes im letzten Moment da. Der wäre, glaube ich, reingegangen. Das wäre das 2-0 gewesen. Aus 5 Metern, jo. Da hätte Courtois hinterher gucken können. Aber die Autoblocks, da sind sie wieder. Schade. Gut gespielt, gut zurückgelegt. Nächste Ecke. Drei Ecken, ein Elfer oder ein Tor würde ich jetzt nehmen. Chukwueze. Und Moreno wäre da gewesen. So, Mondi macht die Zidane-Rolle. So, und Real, ihr seht, die haben hinten Probleme. Die schwimmen. Hätten sie sich so wahrscheinlich auch nicht träumen lassen. Ich genauso wenig. So, Benzema jetzt mal vorne. Iago Aspas hat sich mal fallen lassen, dass der auf dem Flügel spielt. Ist eigentlich eher so ein Stoßstürmer. So, einer für uns. Eventuell. So. Bellingham wieder in Ballbesitz. Richtig, richtig stark. Die erste Halbzeit gefällt mir richtig gut. Und Moreno und Chukwueze im Zusammenspiel. Ach nee, was mache ich denn? Und dann will ich es wieder zu schön machen. Aber es war gut gespielt. Dieser schnelle Doppelpass. Und dann war es auch eigentlich richtig. Aber Chukwueze hat halt 2 Sterne schwacher Fuß. Da hat man es gesehen. Hätte er 3 oder 4 Sterne, glaube ich, wäre er eventuell ein bisschen gefährlicher gekommen. Egal, aber es macht Spaß. Wir haben erst 35 Minuten rum. Aber schade, dass auch dieses Spiel irgendwann ein Ende haben wird. Und dann geht's weiter gegen Bilbao. Wir haben dann, glaube ich, Länderspielpause. Bilbao wartet dann, dann wartet St. Gallen. Und dann kommt Betis. Dann kommt der FC Sevilla. Und dann kommt Barcelona innerhalb von 7 Tagen. Und wenn wir nach diesem Monat auch noch oben mit dabei stehen oder den ersten 3, 4, dann glaube ich, kann das eine gute Saison werden. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Aber wir spielen das richtig, richtig gut. Und auch über die rechte Seite. Nicht nur über Estupiñan. Peña macht das auch richtig gut. Schickt Bellingham. Und nächster Eckball. Also das zweite Tor liegt hier wirklich in der Luft. Huch, ein kurzer Leck. Zurückhaltend. Groß, ja. 3 Pässe insgesamt. Davon war nur einer erfolgreich. 7 Ballkontakte. Auf die Zeit runtergerechnet ist das gar nicht so gut. Aber das zieht sich durch die ganze Realmannschaft. Iago Aspas jetzt mal mit dem Ball gewinnen, aber den wird er nicht kriegen, oder? Oh, den kriegt er. Ja. Mann, ist der schnell. Aber der läuft ins Aus. Da muss ich mal gucken. Iago Aspas, das wäre auch so ein Stürmer, den ich mir für uns gut vorstellen kann. Rechts wie links. Sehr schnell. Oh, wie Chukwueze kriegt er den? Nee. Kriegt er leider nicht. Und Real spielt das im Stile einer Spitzenmannschaft raus. Und Benzema muss sich halt auch öfter mal fallen lassen. Macht dann die Lücken auch für die Mittelfeldspieler auf, die nachrücken, aber dann dauert es halt auch zu lange, bislang. Ja, aber auch Real braucht nur eine Chance, von daher wachsam sein, Casemiro, Fehlpass. So, und wieder hintenrum aufbauen und ja, bei Iago Aspas, der ist halt schneller als Giroud jetzt zum Beispiel, wenn man das mal vergleicht, der ist schneller als Giroud, rechts wie links. Ich glaube, Giroud hat auch nur einen linken Fuß.
Genau wie Chukwueze. Also es gibt verschiedene Stürmerkandidaten. HSPLP sucht den Superstürmer. Kommt dann demnächst auch auf RTL. So, Valencia 0-0, Sociedad führt gegen Celta Vigo. Und von der Statistik her, wenn ich mal kurz draufschauen darf, nur ganz kurz, ist das ja im Stile einer Spitzenmannschaft, wie wir spielen. Und wir sind auch Stand jetzt Tabellenführer. Und hätten es dann in der eigenen Hand. So, ich überlege jetzt gerade, ob ich das so lasse. Ich glaube dann, im Laufe der zweiten Halbzeit werde ich Chukwueze wieder rechts hin tun. Bellingham für Coquelin. Und vorne dann Alcacer oder Alcacer, je nachdem, wie man es ausspricht, reinbringen. Aber wir müssen aufs Zweite gehen. Wir spielen so gut, aber wir führen nur 1-0. Das könnte sich jetzt ändern. Moreno Courtois kommt raus. Und das ist auch ein perfekter Start in die zweite Halbzeit. Und auch Moreno hat eine Tasse Tee mitgebracht, die er jetzt ganz günstig schlürft. Das war ein Blitzstart. Zack, da zieht er durch. Da kommen Carvajal und Courtois nicht ran. Und dann macht Moreno genau wie Chukwueze da weiter, wo er die letzten Spiele aufgehört hat, mit dem Tore schießen. Es läuft halt einfach perfekt ins untere Eck. Und da muss man halt auch den Mut haben, wie Moreno, dass er nicht vorher abstoppt, dass er nicht in den Zweikampf geht, sondern dass er einfach den Schwung mitnimmt und sein sechstes Tor macht. 47. Minute, die Nummer 7. Das hat meine Rückennummer, deswegen trifft er. Eiskalt. Ja, 2-0. Direkt nach der Pause. Sehr frühes 2-0. In der ersten Halbzeit haben wir 10 Minuten gebraucht und jetzt wird es halt noch schwieriger für Real. Noch schwerer hier das Ganze aufzuholen. Jetzt müssen sie riskieren. Also irgendwie, was weiß ich, Teampressing 3-4-1-2 oder so spielen. Das kann ja nicht deren Anspruch sein. So, nächstes Spiel dann in Bilbao. Bilbao, sage ich gleich was zu. Jetzt müssen wir erstmal den Angriff hier abfangen und das machen wir. Aber Real stellt vorne zu. Ihr seht das. Manndeckung. Bleibt für Asensio nur die goldene Mitte und das machen wir. Und den Angriff spielen wir jetzt im Stile einer Spitzenmannschaft vielleicht zu Ende oder auch nicht. Ja, also nochmal, um auf Bilbao zurückzukommen. Bilbao hatte mal in einem FIFA so eine gute Mannschaft. Gut in dem Sinne, dass sehr viele oder fast jeder Spieler eine Ausdauer von 75 hatte, mindestens. Also das heißt, wenn ihr eine Mannschaft wollt, die ja von der Kondition her sehr gut ist, was habe ich da gerade mit dem Keeper gemacht? Weiß ich auch nicht. Dann ist Bilbao auf jeden Fall eine sehr gute Mannschaft. Die haben wirklich Luft bis zur 90. oder mindestens bis zur 70., 80. Da wird niemand vorher platt. Da hat jeder sehr gute Werte bei Ausdauer. Deswegen auch zu empfehlen, wenn ihr mal Spieler braucht. So, 3-0 vielleicht. Toku Ikambi, abseits. Jetzt wird es wirklich interessant, weil Real, ihr habt gesehen, die spielen auf Pressing. Bring jetzt Marco Asensio rein. Für Iago Aspas. Also nochmal ein bisschen Offensivkraft. Und für uns heißt es jetzt, ganz in Ruhe wieder ausspielen, weil, ne, Teampressing, habe ich schon oft erzählt, ruhig bleiben, schön ausspielen und natürlich defensiv sehr wachsam sein. Jetzt Benzema lässt sich halt fallen in dem Spiel. Toni Kroos, kein Foul, fairer Zweikampf. Und ihr seht, auch wenn die euch vorne zulaufen, wie eine Horde wild gewordener Ochsen auf euch zulaufen, bleibt einfach ruhig, spielt's aus. Toku Ikambi, ja, das war mal ein bisschen Risiko. So, Capoe für Parejo. Nee, Parejo lassen wir nochmal. Das hätte ein schönes Tor werden können. Bleiben auch nach wie vor bei dem 4-3-3. Was weiß ich, welche Variante? Die vierte Variante. Und Benzema kann halt einem irgendwie leid tun da vorne, so ein bisschen. Hat bislang nicht viele Bälle bekommen. Vielleicht ja jetzt Asensio. Modric, den bearbeiten wir auch gut. Genauso wie Kroos, die können ihr Talent nicht voll ausschöpfen heute. Oder ihre Klasse nicht so. Weil wir halt auch in den Zweikämpfen absolut robust sind, dagegenhalten. Genau das, was man für ein Spitzenspiel braucht. Natürlich auch das nötige Glück. Achtung, Kroos, jetzt haben sie es gut gespielt. Und da ist das Tor. Der kullert über die Linie. Hazard mit dem Anschluss. Ja, das, was ich in der ersten Halbzeit auch schon gesagt habe, die brauchen nicht viele Chancen. Da reicht manchmal ein gut gespielter Angriff und das haben sie auch gut gespielt. Hier zieht Kroos unseren Außenverteidiger mit in die Mitte. Dadurch hat Hazard eine Menge Platz. Und Asensio, unser Keeper, war dran und wir hätten den fast noch gehabt. Den hätten wir fast noch gehabt, aber dann kommt leider, ich glaube, Pau Torres zu spät. Und dann sind sie wieder dran, die Königlichen. Die Mannen um sie dann rum. Drittes Tor von Eden Hazard.
Gol de Madrid. 2-1, du noch. Und ich glaube, das ist doch ein Spiel, was man sich wünscht. Und wo auch Spitzenspiel vorher draufsteht, wo es auch drin ist auf jeden Fall. Es geht hin und her. Wir sind bislang die überlegene Mannschaft. Madrid ist jetzt wieder im Spiel drin. Durch das 2-1 von Hazard. Bisschen überraschend. Aber ist jetzt so, wie es ist. Damit müssen wir auch irgendwie zurechtkommen. Und das machen wir auch. Irgendwann ist Madrid platt. Irgendwann entstehen auch Lücken bei diesem hohen Pressing. Estupinian bringt den mal hart rein. Courtois und den Rebound kriegen wir leider nicht. Schade. So, jetzt aufgepasst. Formation bin ich am überlegen, ob wir die Mitte dann ein bisschen dichter machen mit dem 4-1-2-1-2 oder mit dem 4-3-2-1. Da sind ja dann drei Leute in der Mitte. Da muss ich jetzt gleich nochmal gucken. Achtung, Asensio, keine Ahnung. Benzema, Vorsicht. Dragback gegen Pau Torres. Schön, fairer Zweikampf, guck Leon wieder, rückt Madrid früh rauf. Aber das machen sie halt jetzt nicht bis zur 90. Dann sind sie platt. So, und wir müssen jetzt mal eingeschalten, Konter hier zu Ende fahren. Parejo auf Tuku Ekambi, komm, der hat Platz und die Chance zur Entscheidung. Und Chukwueze, was macht er denn? Da war er selber, glaube ich, überrascht. Schade, Karl Tuku Ekambi. Und dann, warum nimmt er nicht den linken? Warum unbedingt den rechten? Nimm doch den linken Fuß. Verdammte Scheiße, ey. Schade. So, also umstellen ist jetzt mal hier angesagt. Chukwueze auf die Außen. Und dann machen wir vorne Alcacer rein. So. Tuku Ekambi schneller als Moreno. Dann bringen wir nochmal Gomez rein für die linke Seite. Obwohl, nee. Völliger Blödsinn. Wir lassen das so, wie ich es jetzt hier einstelle. So. Jetzt ist halt die Frage, ob ich aufs 4-3-2-1 umsteige. Ah, dann ist hier Alcacer. Nee, ich lasse mal bei dem 4-4-2-2-2. Das kriegen wir jetzt auch so hin. Wir müssen ja ein bisschen Entlastung schaffen. Dafür ist das, ist die Aufstellung ja auch da. Wird noch ein bisschen haarig. Letzten 15 Minuten mit Nachspielzeit sind jetzt hier angebrochen. Und der Sieger ist bislang die Mannschaft in Gelb. Bislang. Aber mit dem 3-1 denke ich, wäre das. Oh, was macht Courtois? Hat einfach mal einen Ausflug gemacht aus seinem Strafraum. So, einmal durchschnaufen hier. Aber das Spiel lässt uns gar keine Zeit hier zum Durchschnaufen. Gerade jetzt in der Phase, wo Madrid ein bisschen stärker wird durchs Pressing. Aber es werden sich halt Lücken ergeben. Und die müssen wir dann ausnutzen. Jetzt Alcacer. Große Chance. Schade, Lücke war da. Und genau diese Lücken werden wir jetzt auch häufiger kriegen, prognostiziere ich jetzt einfach mal. Wenn Madrid weiterhin so luftig verteidigt, was sie ja auch müssen irgendwie, ne? Ins Risiko gehen, draufrücken. Irgendwann ergeben sich ja die Lücken. Oh, schade. Schade, schade, schade. Das haben wir nicht gut zu Ende gespielt. Nach wie vor weiter einen kühlen Kopf bewahren hier beim Verteidigen. Ne, außen Hazard. Das macht er immer wieder gut. Entweder zieht Benzema unseren Rechtsverteidiger nach innen. Dadurch ist halt für Hazard frei. Oder auf der anderen Seite macht das dann Marco Asensio. Aber wir haben auch schnelle Leute. Tuku Ekambi zum Beispiel gegen Casemiro. Der ist physisch gesehen ein bisschen stärker, aber egal. Das spielen wir jetzt mit all unserer Klasse und Ruhe hier runter. Dann hoffe ich, dass am Ende der Sieg für uns steht. Alcacer vielleicht mit dem entscheidenden Move. Bellingham. Und dann lassen wir sie laufen. Da haben wir Alcacer. Und jetzt Moreno mit der Chance zum 3-1. Und wieder Courtois. Das machen wir richtig gut. Spielen uns auch die Chancen heraus. Guter Abschluss, aber Courtois ist halt auch ein guter Keeper. So, nochmal Wechsel. Benzema geht raus und wen bringen sie da rein? Der sagt mir jetzt vom Gesicht her leider nichts. Aber ist der wirklich besser als Benzema? Ist das Renier? Nee, der ist ja bei Dortmund. Egal, wir machen jetzt erstmal die Ecke. Werden wir schon gleich rausfinden, wer reingekommen ist. Parejo mit der Ecke. Da ist Coquelin, der gar nicht mehr spielt. So, und Peña hinten rum. Mariano war das. Ah, Mariano Diaz. Okay, 2 Minuten Nachspielzeit. 1 Minute müssen wir noch überstehen, dann haben wir es geschafft. Dann haben wir das Spitzenspiel für uns entschieden. Aber noch hat Real wahrscheinlich einen Angriff. Asensio, da ist Hazard und, oh, aufgepasst, Indica. Und den Ball hauen wir jetzt einfach in Seiten aus. Oder auch nicht, denn es ist Schluss. Wir gewinnen das Spitzenspiel gegen Real mit 2-1 und setzen uns an die Tabellenspitze. Boah, hartes Stück Arbeit. Aber ich finde verdient. Real hat zwar Druck gemacht nach dem 2-0. Haben auf Pressing gespielt, aber ich glaube dann am Ende haben wir nochmal ein bisschen Sicherheit reinbekommen und denke ich auch verdient. Wir hätten auch noch 3-1, 4-1 gewinnen
können. Aber es war ein super Spiel. Ich hoffe, dass das jetzt die nächsten Spiele auch so läuft. Hin und her. Gegen Bilbao schätze ich das auch so ähnlich ein. Gegen Barca sowieso. Ja, und dann ist das auch ein super Saisonstart. Nach 7 Spielen sind wir Tabellenführer. Hätte niemand gedacht. Ganz, ganz, ganz großes Kino. Und Real hatte auch nur eine Chance. Ein Schuss aufs Tor, das war das 2-1 von Hazard. Wo sie auch Glück hatten, dass wir nicht noch den Ball von der Linie gekratzt haben. Aber egal. Unterm Strich gewinnen wir hier, bleiben Tabellenführer. Oder was heißt bleiben? Wir sind jetzt zum ersten Mal Tabellenführer. Und das liest sich super. Ein Punkt vor Real, 4 Punkte vor Atletico. Das wären auch richtig geile Spiele, glaube ich. Gegen Atletico. Chukwueze da oben. Genießt seinen Tee in der Nachmittagssonne. Hat er sich auf jeden Fall verdient. So, jetzt haben wir nämlich Länderspielpause. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen regenerieren für die Leute, die nicht auf Nationalmannschaftsreise gehen. Die Frage ist halt auch, um nochmal auf die Jugendabteilung hier zurückzukommen. Wir haben jetzt, ihr seht, 0 Euro Transferbudget. Da müsste ich erstmal Geld wieder einnehmen, um halt wieder welches auszugeben. Aber wir können gerade mal bei Giroud gucken. Ich habe ja gesagt, oder ihr zumindest, dass Giroud ein Favorit ist. Er ist halt auch schon 34, ne? Eine 79 hat er, ist halt auch nicht mehr der schnellste. Ich guck mal gerade, 40 Antritt, 39 Sprintgeschwindigkeit. Da ist halt die Frage, ob man nicht auf einen Jüngeren setzt, der halt auch bezahlbar ist. Jetzt schaue ich nochmal bei Aspas nach. Der war, glaube ich, auch Stürmer, aber ist auch schon 33. Ja, 90 Millionen Freigabesumme. Der wäre natürlich schneller als Benzema. Als Giroud. Ist aber auch nur 1,76. Also so eine richtige Kopfballkante wäre das auch nicht. Ja, oder man guckt halt hier bei unserem globalen Transfernetzwerk mal nach. Oder in der Jugendabteilung, dass man einen Jugendscout losschickt und ja, dass er halt nochmal einen starken Stoßstürmer holt. Hier haben wir ja ein paar Leute bei uns, aber die sind halt alle nicht gut. Schaut euch das an, der ist 1,69, 1,76 Josef Meyer, der hat ein Potenzial von 80 bis 94, den können wir uns mal warm halten. Aber ansonsten sind die alle für die Tonne, um es mal auf Deutsch zu sagen. Aber ich guck mal, was sich da machen lässt. Auf jeden Fall bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir machen weiter. Bislang haben wir den Monat der Wahrheit gut überstanden. Jetzt folgt Athletic Bilbao, dann folgt St. Gallen, dann Betis, dann FC Sevilla und dann gegen Barcelona. Und wenn wir das überstanden haben, bin ich sehr, sehr gespannt, wo wir stehen. Also habt noch einen schönen Tag. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und dann sehen wir uns im nächsten Part gegen Bilbao wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.